Ich will, dass du Druck machst, ja? Warte auf deine Gelegenheit und dann geh drauf, okay? Schöner Block! Beim nächsten Mal zeigst du mir, was wirklich in dir steckt, okay? Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Hau alles drauf. Zeig mir, was du kannst. Ja, Mädchen. Das waren schöne Treffer. Ja, das ist doch genau so, wie ich das sehen will. Schöne Punches, sehr präzise. Mach weiter. Alles okay? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Und los! Jawohl! Super! Das war genau richtig so! Sehr
sehr starke Kombo. Wirklich. Auf den richtigen Moment und dann geh voll drauf, okay? So gewinnst du auch die harten Kämpfe. Jawohl, starker Kombo. Ich bin beeindruckt. So will ich das immer sehen von dir, okay? Genau so will ich das auch im Kampf sehen, okay?
Gute Arbeit! Ja, das ist doch genauso, wie ich das sehe. Als nächstes steht ein UFC-Bantam-Gewichtskampf der Damen auf dem Programm. Sie gleich drei K.O.-Siege in Folge bejubeln. Und so soll es aus Ihrer Sicht natürlich heute weitergehen. Das war schon wirklich beeindruckend, was sie in den letzten Fights gezeigt hat. Ja, noch so ein toller Kick. Schöne Aktion, aber der Punch, was für ein Treffer. Oh, da fängt sie sich einen Körpertreffer ein. Sie gehen in den Clinch. Sie so mit ihrer größeren Reichweite bewirken kann. Ja, wenn sie sie richtig ausspielt, eine ganze Menge. Und das ohne großartig Gefahr zu laufen, selbst irgendwelche Treffer hinnehmen zu müssen. Sie muss ihre Gegnerin nur mit Jabs auf das Platz bringen. Sie arbeitet gut zum Kopf. Oh ja, beide mit schweren Packen. Und da ist der Single Leg Takedown. Beide stehen wieder. Treffer mit dem Punch. Schafft sie es endlich nach unzähligen Takedown versuchen, ihre Gegnerin auf den Boden zu befördern? Ja, ich weiß gar nicht, wie oft hat sie das jetzt versucht? Ich weiß es auch nicht genau. Ich freue mich für sie, dass es endlich geklappt hat. Ich bin mal gespannt, was sie aus dieser Position jetzt machen kann. Wird sie sich die Submission holen? Ja, starker Kick. Starker Kick zum Kopf. Sie ist angeschlagen. Super Angriffe hier. Sie ist wirklich eine gute Boxerin. Ja. Und da ist der nächste Takedown. Und wieder kommt sie auf die Beine. Starker Kick zum Kopf. Da ist der Haken. Toller Kopftreffer. Oh, oh, sie blutet an der Wange. Ja, gute Arbeit mit dem Knick. Ich fasse es nicht, der nächste Takedown. Und ihre Gegnerin kann ihr hier absolut gar nichts entgegensetzen. Nein, gar nicht. Sie kassiert einen nach dem anderen. Ich frage mich, ob es nicht mehr Sinn ergibt, gleich am Boden liegen zu bleiben. Sie landet zwar den Treffer, aber der zeigt keine große Wirkung. Ja, sie ist
einfach Schuss und Platz, hat keine Kraft mehr. Da landet sie ein paar gute Punches. Schon den ganzen Kampf lang. Ja, noch ein grandioser Double-Leg-Takedown. Super gemacht, oder? Ja, absolut. Da hat sie schön Druck gemacht, ihre Gegnerin unter Druck gesetzt und ihr dann im richtigen Moment beide Beine weggezogen. Wirklich klasse gemacht. Da schnappt sie sich den Single-Leg-Takedown. Ja, und das ist auch ihre bevorzugte Technik. Die beherrscht sie wirklich aus dem Effekt. Ja, eine Arm-Triangle könnte klappen. Befreit sie dich nicht mehr. Das kann sie unmöglich schaffen. Ja, die erste Runde ist zu Ende. In diesem Treffer kommt es dazu, die zweite Runde beginnt. Schöner Treffer mit. Das sind richtig gute Kicks. Schwerer Haken zum Kopf, aber daneben. Da muss ihre Gegnerin den Kick zum Körper hinnehmen. Ja, da hat sie nicht aufgepasst, hat ihre Deckung vernachlässigt. Gute Linke, aber daneben. Sie sind im Clinch. Doch, wie schön, noch ein Treffer, der im Ziel landet. Da zeigt sie echt, wie treffsicher sie doch ist. Und hier der Kick zum Körper ihrer Gegnerin. Oh ja, der hat gesessen. Sie wirkt sehr selbstbewusst jetzt gerade. Denkst du, das liegt an dem Knockdown vorhin? Ja, der trägt auf jeden Fall ordentlich dazu bei. Sowas beflügelt dich einfach. Ja, ja, der kommt an. Da zeigt sie hier einen sehr schönen Kick zum Körper. Ah, macht sie sehr gut hier. Super technisch. Ja, ja, starke Arbeit im Sinn. Schöner Körpertreffer. Sie holt sich hier den Takedown wieder einmal, möchte man fast sagen. Ja, sie ist wirklich eine Expertin der Takedown. Oder zielt sie hier auf das Bein ihrer Gegnerin. Und mit jedem solcher Treffer wird jeder Schritt ihrer Gegnerin schwerer, tut jeder Schritt mehr weh. Und wir sind wieder im Clinch. Oh, saubere Kombination. So, das war's. Sie hat den Kampf mit einem fantastischen Angriff beendet. Ich bin mir nicht sicher, ob ihre Gegnerin den kommen gesehen hat. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Dan Mergliotta has called a stop to this contest. You ready? You ready? Die letzten drei Fights hat sie durch K.O. gewonnen. Also daran sehen wir natürlich schon, wie gefährlich sie im Moment ist. Da muss jede Gegnerin aufpassen. Ja, jetzt clinchen sie. Tolle Punches jetzt hier. Ja, ja, guter Schlag. Herrlicher Leg Kick. Schöner Double Jump. Jetzt geht es wieder in den Stand. Da holen sie sich den Takedown. Ja, keine große Überraschung hier, so kennen wir sie. Diving Punch zum Kopf, toller Treffer. Ja, super abgewehrt. Und wieder kämpft sie sich auf die Beine. Guter Kick. Sie landet einige Schläge zum Kopf. Schöne Kombo. Ja, wirklich schön. Aber ich verstehe auch nicht, wieso ihre Gegnerin ihren Kopf nicht bewegt und versucht, ihr auszuweichen. Da verpasst sie ihr den nächsten Schlag. Ja, und was für ein. Keine Überraschung hier. Sie befördert ihre Gegnerin mit dem Takedown zu Boden. Ja, sie ist ja bekannt für ihre explosiven Takedown-Attacken. Ja, schöner Schlag. Gut zum Kopf gearbeitet. Roter Block gegen den Kick. Jetzt hagelt es hier Strikes. Mit der rechten trifft sie hier. Ja, und wie? Und wieder ein Angriff, der genau da landet, wo er landen soll. Sie ist wirklich extrem treffsicher.
Und da ist der Takedown. Ja. Endlich, wird sie sich vermutlich denken. Sie hat es ja etliche Male versucht. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie aus dieser Position macht. Es wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass sie diese dominante Position nicht gleich wieder verliert, wo sie doch so oft versucht hat, in den Takedown zu kommen. Schöner Treffer. Da verpasst sie ihrer Gegnerin einige Schläge zum Kopf. Sehr gute Kombination, muss ich schon sagen. Und die haben alle ziemlich eingeschlagen. Ihre Schläge. Da ist der Takedown. Starke Beintechnik. Und auch diesmal kommt sie wieder hoch. Den Kick steckt sie nicht so leicht weg. Ich bin ein großer Fan von Brown & Pound. Und sie zeigt hier wirklich, dass sie in diesem Bereich zur Weltspitze gehört. Lässt zu, dass sie sich aufrichten kann und dann sind die Treffer hier natürlich. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Das war überragend, wie sie diesen Kampf beendet hat. So einen K.O.-Treffer muss man erstmal landen. Das war absolut richtig, dass der Ringrichter diesen Kampf beendet hat. Es ist einfach zu gefährlich, wenn sich eine der Kämpferinnen nicht richtig verteidigt und die andere ihr einen Treffer nach dem anderen verpasst. Sehen wir uns diesen harten Kick nochmal an. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Dan Mergliotta is going to stop this contest at 4 minutes, 34 seconds of the very first round. The winner by knockout. Ja, mit einem grandiosen, mit einem wirklich tollen Knockout hat sie sich heute zur Siegerin gekürt. Ja, und sie hat alles für diesen Knockout gegeben. Und jetzt kann sie ausgelassen feiern.